Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Und zwar ist das die Folge Nummer, weiß ich nicht. Gute Sache, ne? 12, glaube ich. 12 müsste es sein. Ja, wir versuchen jetzt hier irgendwie was hinzukriegen. Wir müssen mal gerade schauen, wie das mit unseren Türmen ist. Hat der da überhaupt noch Munition? Warte, das muss ich weglegen und dann anwählen. Ja, 37 geht wohl noch. 37, 37, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, da können wir nicht durchlaufen. Oben haben wir auch noch so ein paar Türme. Da war kurz Speichern angesagt. Ja, da komme ich nicht durch, auch schön. Zwanzig, 21, 22, 23, okay, das geht alles noch. So, aber irgendwie müssen wir noch weiterkommen hier, ne? Was produzieren wir denn jetzt hier gerade? Wir wollen noch Motoren forschen. Das kennt da immer noch rum, okay. So, und wir brauchen. Was braucht man denn nochmal? Grüne und rote. Rote sind hier sogar noch welche da. Die können wir da reinlegen. Aber an grün fehlt es noch. Wird irgendwo was produziert in Form von Grünen? Nein. Es bewegt sich nur Elektroteile durch die Gegend. Wo wurden denn die Grünen gemacht? Hier. Fließband und Knickarmroboter fehlen da. Und wo sind Knickarmroboter? Werden die da hergestellt? Nein. Werden die da hergestellt? Nee. Was machen der rote Säfter? Ja, der. Wo werden denn die Knickarmroboter hergestellt? Da werden Kupferdrähte hergestellt. Ah, ist das hier unten? Ah ja, da ist es. Und dafür brauchen wir Elektroteile, die nicht da sind. Wo schweben die denn rum? Die hängen da oben im Stau. Auch schön, ne? Da ist die Kohle. Die rutscht nicht durch, oder? Diese zweigleisigen Förderbänder, das ist jetzt hier das Problem, ne? Ja, dann nützt es nichts. Dann gehen wir mal hier hin, weil hier sind reichlich drinne. Ne, der war das nicht. Der da unten war das, ne? Ja, geht halt nicht anders, ne? Aber ablegen kann er auch nicht, ne? Oder wie sehe ich das? Ach, Eisenzahnräder fehlen jetzt. Aber die sind ja hier vorne vor. Warum nimmt er die nicht? Die sind gerade durch. Da ist auch nichts drin. Keine Zahnräder. Da sind auch grüne noch drinne. Und hier Zahnräder. Ja, da 100 Stück. Ja, da müssen wir gucken, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen, ne? So, was braucht er noch? Ja, der Rest ist wohl reichlich vorhanden, oder wie sehe ich das? Zahnräder noch dahin, dann nehmen wir die los. Und hier fehlt es an Kupferkabel. Haben wir nicht. Hatten wir aber auch irgendwo. Da ist nichts drin. Achso, ja, wir machen ja auch nur noch leer hier, ne? Da sind sogar 200 Kupferkabel drin. Dann können wir die mal dahin tun und dann geht es da auch voran. Also, der nahm auch die Eisenplatten da jetzt ab, ne? Und jetzt haben wir welche hier reingelegt. War jetzt vielleicht auch nicht so ideal, ne? So, das ist erstmal am Laufen. Gut. Aber die Forschung muss noch laufen.
Grüne fehlen. Grüne haben wir noch 4. Wo waren die Grünen zu machen? Hier. Knick am Roboter fehlen, naja. Kommen die irgendwo raus? Ich glaube nicht, ne? Ja, müssen wir sie so nehmen. Hat keinen Sinn. Vielleicht läuft sie irgendwann mal. Ne, da sind wir nicht richtig unterwegs. Hier müssen sie hin. Ja, sieht man hier oben auch, ne? Fließband ist auch noch gefragt. Ja, jetzt rutscht ja auch alles so ein bisschen, ne, oder? Da war wieder gespeichert. Gut. Da fehlen die Elektrobauteile. Die sind natürlich da wie bekloppt schon durch. Werden da auch weiter transportiert. Ja, irgendwie stoppt das hier irgendwo, ne? So, jetzt müssen wir noch überlegen, was wir hier machen. Der kommt da lang, geht da lang. Was basteln wir denn hier? Ach so, Kupfer. Da fehlt uns die Kupferplatte. Ne, die will ich da jetzt nicht reinmachen. Ich möchte jetzt erstmal gucken, dass wir Transportbänder so gestalten, ne, da so und ne, da ist weg und ach, da sind sogar noch 2 über. So funktioniert's, oder? So, und dann müssten wir das hier umdrehen. So. Das kann dann weg. Jetzt läuft das da lang. Er brauchte Kupferplatten. Und mal gucken, ob die mal irgendwann da vorbeikommen. Eisenplatten laufen noch. Oh, jetzt haben wir da, glaube ich, einen Teil weggenommen. Deswegen läuft das nicht. So, jetzt geht's wieder. Okay. Da kommen jetzt aber keine Kupferteile vorbei, ne? Aber da oben bewegt sich jetzt das Metall. Ja. Da lang, da lang, da lang. Jetzt müssten wir eigentlich hier hoch und anderweitig zurück, ne? Dann wollen wir das doch mal in Angriff nehmen, dass wir das so rummachen. Aber wir haben keinen mehr. Was sind die denn geblieben dann? Haben wir hier drüben noch was in den Kisten? Ne, ich hab doch noch hier. Ach so, ich war nicht nah genug dran, deswegen. So. Und jetzt haben wir nicht mehr genug. Ja, jetzt ist alles irgendwo in Bewegung. Ist da denn noch was drin? Nö. Der fördert noch. Dann würde ich sagen, können wir den auch da hinstellen. Dann fördert er auch wieder. Der läuft da lang, da lang.
Jetzt müssten wir gucken, dass wir es da machen, ne? Aber hier hinten sind noch ein paar Bänder über. Den nehmen wir auch weg. Gut. Hier rutscht jetzt alles weiter. Die Zahnräder, die da unten waren, sind jetzt schon da oben. Auch schön. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Da oben können wir noch was wegnehmen. Wenn wir denn da hinkommen, kommen wir aber. Ja, das ist alle. Das ist auch alle. Da gibt's auch nichts mehr. Gut, dann können wir das eigentlich alles wegmachen, ne? Mal ein bisschen näher gehen. Gut, da haben wir schon wieder Förderbänder gekriegt. Der war der falsche, das ist der richtige. Der geht da nicht hin, dann machen wir einfach da hin. Gut, das läuft auch erstmal wieder. Hier können wir wegnehmen. An den Öfen läuft es jetzt vorbei, dann können wir hier weiter basteln. Okay, das ist jetzt doof. Das machen wir weg, das machen wir weg. Machen wir das nochmal neu hier. Und zwar so, dass wir so rumkommen. Das erstmal so. Das ist ein Befeuerter, den möchte ich jetzt nicht nehmen, sondern den. Ich glaube, das ist so richtig, ja? So, da kommt er weg. Und da kommt er hin. So, jetzt läuft das da lang. Nehmen den nochmal weg. Dann können wir das Band gerade hier noch leer laufen lassen. So passt's jetzt. Jetzt läuft es überall dran vorbei. Gut. Die Schlange geht jetzt durch in dem Sinne. Bringt jetzt aber auch nicht viel. Wir haben überall hier die Eisenplatten rumliegen. Obwohl, da hinten geht's weiter. Ja, liegt da irgendwie dran. Ne? Die Kohle wird da runtergenommen, ne, oder? Ne, das Erz holen sie runter, oder? Ja, das Erz wird da runtergeholt. Okay, dann passt es ja auch. Da kommt auch noch Erz. Kriegen wir das noch zu sehen? Ah, der erste will da was reinlegen und kann nicht. Okay, wir werden jetzt gleich sehen, ob hier diese drei sind, glaube ich, da auf dem Band weggenommen werden, ne? So, jetzt staut sich schon auf dem ersten Band. Okay, hat er genommen. Ist nur noch einer drauf. Der rutscht jetzt bei dem vorbei. Hat er aus beiden Bändern, nehmen sie das runter. Okay, alles klar, passt. Jo. Wie weit sind wir? Hier unten werden die Bauteile nicht produziert, da werden auch keine Roboter mehr produziert. Da wird auch das nicht produziert, weil Förderbänder fehlen. Förderbänder sind da, fehlen aber die Zahnräder dran. Eisenplatten, wo werden die Zahnräder denn produziert? Da nicht. Da auch nicht. Da werden sie produziert. Und da müssten Eisenplatten abgenommen werden. Aha, warte mal, der
muss. Müssen wir dahin. Andersrum dahin. Oder? So muss der dahin. Und der muss da auch andersrum hin. So. Jetzt passiert da auch was. Der hat den da nämlich gerade rausgenommen. Jetzt müsste der nur Platz finden, das abzulegen. Das ist jetzt die Schwierigkeit, ne? Mhm. Ja. Jetzt müssten wir hier schon so eine Ziehharmonika bauen, damit die Strecke länger wird. Mal Rad da runter vom Band, ne? Sonst klappt das nicht. So, jetzt ist wieder ein bisschen länger geworden. Einen haben wir noch über, hat ja gerade so gepasst, wa? So, jetzt wird hier wieder das Eisen weggeholt dadurch. Dann staut sich's wieder. Ja. Aber es wird jetzt weiter gedreht. Und hier ist kein Platz, das ist das Problem. Ja, okay. Dann müssen wir gucken, wie wir das in der nächsten Folge weiter hier gestalten. Hier oben wird ja immer was abgenommen, aber nicht gerade viel. Müssen wir schauen, wie wir das weitermachen. Okay, dann würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.